Am Ortsrand von Hultrop, einem Ortsteil der Gemeinde Lippetal, starten wir unsere kleine Radtour, die uns ins Naturschutzgebiet Ahsewiesen führt. Zuerst machen wir einen Abstecher zu Sandkers Mühle, die direkt neben unserem Tourstartpunkt liegt. Die Mühle ist ein technisches Kulturdenkmal von 1813. Ein ganz kurzes Wegstück radeln wir an der L475 entlang in Richtung Hultrop. Die katholische Kirche St Barbara in Hultrop. Nächste Möglichkeit rechts halten. Nun radeln wir durch Hultrop in Richtung des Naturschutzgebietes Ahsewiesen. Hultrop liegt bereits hinter uns. Wir befinden uns hier bereits seitlich des Naturschutzgebietes Ahsewiesen. Ein sehr schöner Rastplatz mit einem Kreuz- und Insektenhotel. Wir radeln weiter durch das Naturschutzgebiet Ahsewiesen.
Im Naturschutzgebiet Ahsewiesen stehen wir vor einem Aussichtsturm, den wir gleich erklimmen werden. Vom Aussichtsturm aus hat man eine wunderbare Aussicht auf das Naturschutzgebiet Ahsewiesen. Weiter geht es durch das Naturschutzgebiet Ahsewiesen. Nun radeln wir seitlich am Naturschutzgebiet Ahsewiesen entlang. Aber dann, wir folgten unserem Radarnavi und bogen auf eine sehr robuste Radlstrecke ein. Was dann folgte, war ableitbar. Plötzlich war der Weg zu Ende. Wir mussten umkehren. Wir nahmen es mit Humor. Diese Hinweistafel steht am Naturschutzgebiet Ahsewiesen. Nun radeln wir in Richtung Berwicke. In einem großen Bogen durch Wiese, Wald und Flur geht es nun nach Berwicke.
Über diese robuste Radlstrecke ging es weiter nach Berwicke. Wir radeln durch Berwicke, einem Ortsteil der Gemeinde Welver. Wir befinden uns bereits wieder im Naturschutzgebiet Ahsewiesen. Wir radeln zurück nach Hultrop. Wir rollen auf Heintrop zu. Bei nächster Möglichkeit rechts.
Wieder zurück an unserem Ausgangspunkt am Ortsrand von Hultrop.